Fotografie beschreibt aus dem Altgriechischen ins Deutsche übersetzt wörtlich das Malen mit Licht. Wie die Profis heute mit Licht malen, ist Thema in dieser Ausgabe von HWK-TV. Malen mit Licht, das klingt poetisch und nach künstlerischer Auseinandersetzung. Tatsächlich hat es etwas von Kunst, wenn man Fotografenmeistern wie Matthias Brandt aus Fallender bei Koblenz über die Schulter schaut. Er lichtet für private wie kommerzielle Kunden ab, was diese als Fotografie wünschen. In diesem Fall ist es ein Getränkehersteller, der für eine neue Werbeserie seine Mineralwasserflaschen professionell in Szene setzen lässt. Bevor Fotografenmeister Matthias Brandt erstmals auf den Auslöser drückt, wird umfangreich eingerichtet und vorgearbeitet. Man guckt sich erstmal die Produkte an, die man bekommt. Man kriegt also dann eine bestimmte Auswahl. In dem Fall ging es ja jetzt, der Kunde wollte, dass die Etiketten sehr gut rauskommen, weil er die Flaschen verwenden wollte für eine Werbung. Und da muss natürlich sein Logo gut rauskommen. Man sucht sich die besten Flaschen aus, baut dann eben auf. Zuerst stellt man mal die Flasche hin, dann nimmt man den Standpunkt, wo ich die Kamera aufbaue, also stellt die Kamera fix. Und dann fängt man an, das Licht zu bauen außenrum. Das eigene Fotostudio bietet genug Platz und die entsprechende Technik, um ein optimales Ergebnis aus der Flasche Mineralwasser herauszuholen, in jedem Fall fotografisch. Dabei hat die Fotografie seit seiner Ausbildung und anschließender Meisterprüfung technisch Quantensprünge hingelegt. Bis hinein in die späten 1990er Jahre hatte das Fotostudio sogar eine eigene Belichtungskammer und wurde Filmmaterial selbst entwickelt. Die Digitalfotografie hat vieles verändert. Doch noch immer zählt der Mensch hinter der Kamera, soll ein wirklich hochwertiges Foto entstehen. Normalerweise, wenn man jetzt denkt, naja, eine Wasserflasche fotografieren kann ja nicht schwierig sein, das kann man so sehen, aber es gibt immer welche Herausforderungen, die der Kunde hat, auf die man sich einstellen muss. Das macht eben auch den Unterschied von dem Profi zu dem Amateur. Der Profi kriegt eine genaue Aufgabe von seinem Kunden, nach der er das eben fotografieren soll. Ja, und beim Amateur oder sagen wir bei vielen Amateuren, die machen einfach nur ein Bild, weil es ihnen Spaß macht oder weil sie jetzt gerade was machen, das lässt sich schön und dann haben sie ein schönes Bild. Aber das war nicht unbedingt zielgerichtet so gedacht. Ja. Für viele Kunden hat Matthias Brandt gearbeitet und dabei tausende Menschen und diverse Objekte abgelichtet. Doch jeder Auftrag, jedes Bild ist anders und hat einen fotografischen Fingerabdruck. In etlichen Fotoausstellungen konnten sich Menschen damit auseinandersetzen. So organisierte die Handwerkskammer Koblenz mehrfach Ausstellungen als Plattform für das Fotografenhandwerk. So im September 2014 die vielbeachtete Präsentation Heimat aus meiner Sicht. 18 bei der HWK Koblenz eingetragene Fotografen zeigten ihre Motive zum Thema und ihre Heimatverbundenheit. Und auch in diesem Jahr wird Matthias Brandt mit einer ungewöhnlichen Bildthematik in der Koblenzer Galerie Handwerk ab 21. August zu sehen sein. Mit der Kamera war er unterwegs im längst aufgegebenen Hotel Rheingold Bellevue in Rolandseck, das auf eine belebte und erfolgreiche Geschichte zurückblicken kann. Rheinromantik, Dampfschifffahrt und tausende Gäste, die die Exklusivität dieses Orts zu schätzen wussten, sind längst Vergangenheit. Heute steht das große Haus leer und ist dem Verfall preisgegeben. Das ist jetzt, sagen wir mal, keine Ausstellung, wo ich sage, ich will damit jetzt direkt Geld verdienen. Ist natürlich schön, die Bilder sind natürlich dann auch zum Kaufen, wenn einer oder eine oder andere Interesse hat. Aber mir geht es einfach darum, um auch als Fotograf mal zu zeigen, dass man eben auch im künstlerischen Bereich unterwegs ist. Man hat ja normal seinen Job, sein alltägliches, wo es nicht immer unbedingt Kunst ist, sondern gutes Handwerk, was man rüberbringen muss. Und auch für sich selber als Fotograf muss man einfach ab und zu mal ein bisschen was Künstlerisches machen, um die Kreativität nicht zu verlieren. Und mit der Handwerkskammer ein gutes Verhältnis kann ich nur empfehlen, dass andere Kollegen das auch wahrnehmen. In der Ausstellung Architektur im Dornröschenschlaf legt Brandt eine ganz besondere, eine künstlerische, ja fast malerisch wirkende Sichtweise auf diesen Themenbereich. Die Arbeit mit Licht wird zum wichtigsten Stilmerkmal. Fotografie eben im eigentlichen Sinne. Das Malen mit Licht. Die Arbeit damit beherrscht auch Fotografen und Innungsobermeister Michael Jordan aus Koblenz erstklassig. Die rasante technische Entwicklung in seinem Handwerk sieht er als Herausforderung, die eher Chancen als Nachteile bietet. Es ist natürlich so, dass die Fotografie im Laufe ihrer Geschichte immer Veränderungen unterworfen war, was
gut war, jedoch nie so schnell ging wie in den letzten 15 Jahren. Und das ist natürlich für einen Fotografen eine enorme Herausforderung, sich in einer solchen Geschwindigkeit veränderten Arbeitsbedingungen und Werkzeugen und einem veränderten Markt zu stellen. Technisch anspruchsvoll, mit viel menschlicher Nähe und Einfühlvermögen. So beschreibt Fotografenmeister Jordan sein Handwerk und entsprechend fällt auch die Frage nach der Zukunftssicherheit seines Berufes aus. Natürlich hat er Zukunft, klar. Der hat sicher eine andere Zukunft als in anderen Zeiten, also das ist klar. Er muss sich sehr flexibel dem Markt anpassen und einfach gucken, wo ist meine Lücke? Denn was ich gerade gesagt habe, der technische Prozess, der ist ja jetzt im Laien auch zugänglich. Das heißt, der Profi kann sich nicht dadurch unterscheiden, dass er sagt, ich weiß, wie ich eine Kamera bediene. Das hat früher so funktioniert, wenn man sich daran erinnert. Viele Porträtstudios, das waren die einzigen in einem Dorf vielleicht, wo jemand fotografieren konnte. Und wenn man ein Bild brauchte, ist man zu dem gegangen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt braucht der Profi ganz andere Qualitäten. Und aus meiner Sicht im Porträtbereich ist es einfach sinnvoll und wichtig, sich auch mal mit dem Motiv zu beschäftigen. Also zu sagen, ich habe jetzt ein Wesen, das ich da fotografiere, das ist ein Mensch. Und dass ich die professionelle Porträtfotografie nicht mehr darin erschöpfen kann, eine Pose zu vermitteln und jetzt machen wir mal was mit Brille oder Telefon oder was auch immer und dann ist das ein tolles Bild, sondern da denke ich, ist es höchste Zeit, einfach zu gucken, ich habe ein Wesen und was unterscheidet sie von dem nächsten Kunden, den ich habe, was macht ihr Wesen aus? Und vielen ist es ja gar nicht mehr bekannt, dass Fotografie in der Lage ist, solche Qualität zu haben und sowas zu zeigen, ein Wesen einzufangen und dann denke ich, dann hat die Fotografie gerade im Porträtbereich eine große Zukunft. Das gilt in übertragener Form auch für andere Bereiche. Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit Kamera und Software zu erreichen, setzt fachliches Wissen voraus, das Michael Jordan in eigenen Publikationen und Schulungen auch an Dritte vermittelt. Was natürlich die Frage einschließt, ob er sich damit nicht selbst die Konkurrenz schult, die dank seiner Know-how-Vermittlung den professionellen Fotografen ersetzbar macht. Das höre ich öfter, die Fragestellung, und ich sage, nee, natürlich ist das nicht so, denn zum Fotografen gehört sehr viel mehr als nur so ein Gerät zu bedienen. Und natürlich ist es eine Frage, wenn jemand das heutzutage lernen möchte, dann kann er das überall lernen. Also dann gibt er in Google ein, ich möchte, was weiß ich, ich fotografiere eine Hochzeit, wie geht das? Und er findet 7000 Antworten zum Thema und darf sich dann raussuchen, was er da gut findet. Insofern macht der Innungsobermeister auch deutlich, Grundlage für ein gutes Foto sind nicht Internetforen, sondern die Verknüpfung fachlichen Könnens, dem richtigen Einsatz hochwertiger Technik und persönliches Einfühlungsvermögen, das so auch in Zukunft nur vom Fotografenhandwerk geliefert wird. Das Tempo technischer Rahmenbedingungen wird bleiben. Die Herausforderung ist, diese im handwerklichen Bereich effektiv zu nutzen.